Heute in diesem Video zeigen wir euch mal, wie wir abschalten können und trotzdem Tommy seinen Spaß hat. Thank you.
Ja, zum Abschluss möchte ich noch sagen, also erstmal hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Ihr habt ein paar kleine Eindrücke bekommen. Und im Prinzip geht es in dem Video darum, dass es ja, wenn da Tommy von der Schule ist, er muss ja auch beschäftigt werden. Und in der Wohnung, das ist nicht die beste Idee, weil, naja, dann trampelt er rum, dann rennt er rum, dann schmeißt er Sachen rum, dann klopft er auf den Boden. Und das ist für die Nachbarn natürlich ein Albtraum. Und dann, naja, wir hatten schon unseren Briefkasten zugeklebt. Wir haben jetzt gerade, dass das Klingelschild und das Briefkastenschild immer abgerieben wird. Als Dankeschön für Tommys Lautstärke wahrscheinlich. Ja, und deswegen nutzen wir die Zeit mit dem Auto und fahren dann raus. Und gerade solche Plätze, die gut einsehbar sind, wie zum Beispiel ein Feld, nutzen wir natürlich sehr gern, weil dann können wir oder ich zum Beispiel so alle Dinge, die ich am PC machen muss, im Auto machen. Durch die Fensterscheiben kann ich drin sitzen und kann trotzdem Tommy sehen. Die Anna überwacht ihn sowieso. Und er hat natürlich dann auch Spaß und Freude und kann draußen spielen und rumtoben, ohne dass es irgendjemand stört. Ja, das soll es gewesen sein zu dem Video. Wenn ihr Fragen habt, wie immer unten in die Kommentare. Wir fahren jetzt in die Schule. Tommy hat heute Fasching. Ja, dann bis bald. Macht's gut.